Guten Morgen, guten Morgen. Ich bin's höchst selbst. Das hätte schon alles lang passieren müssen, aber es war bei uns so viel los. Auf der Kleiderseite, ich wollte doch immer zu fotografieren und Ding. Dann zu Hause natürlich mit dem Scheißpool. Dann das Wetter, wo alles einen kaputt gemacht hat bei uns. Das war scheiße. Also, jetzt geht's mal los hier. Jetzt gibt es die neuesten Kleider zu sehen. Okay? Okay? Ja. So, jetzt schauen wir mal. Das muss ich aber, glaube ich, schon lieber halten, weil. Aha, weil man das sonst nicht gescheit sieht. So. Das ist was wunderschön duftig-fluffiges. Schau her. Sehr hübsch. Neue Farbe. Das ist jetzt duftig. Hoppala. Mit verschiedenen Lagen. Das ist halt ein Kleid, das kann man mal ein wenig öfter anziehen. Mal, ne, also kann man mal zum Italiener damit abends, wenn er Jeans oder Lederjacke drüber. Wunderbar. So, und da haben wir nochmal die Farbe in eng. Satin, oben miedermäßig gemacht, was ja jetzt ganz, ganz, ganz in ist. Mit Schlitz, also die steht jetzt natürlich, die steht leicht breitbeinig da, sagen wir mal so. Das ist die gleiche Farbe, aber sie wirkt natürlich durch das Satin ganz anders, gell? Aha, naja, no. Jetzt geht's weiter. Es geht weiter mit Dunkelgrün. Auch wieder dieser leichte Miedereffekt. Schöner Ausschnitt, macht ein wunderschönes Dekolleté in Satin. Die Raffung, die ist immer, also ist wirklich für jeden ist diese Raffung nur von Vorteil, sagen wir mal so. Ob du jetzt dünner bist oder ob du ein wenig mehr drauf hast, wurscht. Wurscht. Schau her, wieder diese Überlappung, das ist ganz was Tolles, weil man sieht eigentlich wenig dann vom Schlitz. Manche Leute sagen, ach Gott, ist das hochgeschlitzt, ist es nicht. Also, du fühlst das halt so aus, das, oder stellst dich dann so hin wie unser Puppe hier, da hinten. Aber man ist ja keine Puppe. So, also jetzt noch einmal zum Preis, das habe ich vorhin gar nicht. Jetzt bei dem schönen Aqua habe ich das gar nicht gesagt. Dieses Kleid zum Beispiel kostet 69,90. Das ist ein ganz perfektes Kleid. Zum Beispiel Abiball, Gast. Überall, auf jeder Festivität, ein bisschen was drüber, wunderschön. So, jawohl, jetzt geht's weiter. So, nicht jeder möchte ein langes Kleid. Hier haben wir ganz was Duftiges, Wunderschönes. Auch wieder in so einer wunderschönen Aquafarbe. Schon her. Passt, ist ein bisschen so universelle Größe, passt wunderbar von, kann man sagen, 34 bis vielleicht 40, müsste man sehen, gell? Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Kleid. Dieses Kleid kostet bei uns zum Beispiel 59,90. Es gäbe auch ein Jäckchen dazu, ein kleines Bolero. Sieht auch gut aus, in der gleichen Farbe natürlich, gell? So, jetzt kommt ein bisschen eine Knalle, nämlich dieses Kleid. Das finde ich ja ganz geil. Eine geile Sache ist das. So, das ziehen wir da jetzt an. Und dann geht das Telefon. Das kann jetzt weitergehen. So. So. Schon hier, ich finde das toll. Boah. So, schon her. Ist das ein tolles Kleid? Ist das ein tolles Kleid? Ich finde es irre. Die Einfachheit und aber dann, ne, das Hochgeschlossene, hinten natürlich der ganz tiefe Rücken, so,
Absolut super. Super, das Kleid. Und das ist das schöne Farbe. Das geht ein bisschen ins Magenta. Also es ist nicht Weinrot, gell? Gut. Das ist scheiß Telefon. Liebe Leute, jetzt zeige ich mal ein paar Fotos von Sachen, die da noch auf uns zukommen, okay? Aber wie gesagt, nur im Foto haben wir das. Warte mal. Naja, was heißt nur im Foto? Okay. Das schaut nicht so toll aus, wenn es nur so hängt, gell? Halt, das darf man nicht zeigen, die Dame darf man nicht zeigen. Okay. Aus Datenschutzgründen. Okay. Auch schön. Ein schönes Kleid, ne? Das sind diese neuen, wo oben nur so, ne? Corsage, die neue Corsage ist das. Das ist sehr, sehr schön da, das Kleid. Schau mal her. Das sieht man nicht so toll, aber es ist ein tolles Kleid. Schöne Farbe, oben Glitzer, Tüll. Wunderschönes Kleid. Man sieht es nicht, ja, was sieht man schon ein bisschen, gell? So. Ja, diese tolle Farbe. Ganz, das sind lauter kleine Perlchen, gell? Schön. Und dann Tüll unten. Schön. Auch toll. Ja, ich sag ja, ich hab's schon oft jetzt gesagt. Diese ganzen flatschigen Riesenblumen, überall. Überall haben wir sie. Überall. Wie geht's hier weiter? Nein. Die Damen, die dürfen wir nicht zeigen, gell? Auch ohne Gesicht. Ja, blau. Richtig schönes Dunkelblau, kein Königsblau. Grün. Das sieht man jetzt fast nicht so toll, das Dunkelgrün. Okay. Ganz ein zartes, schönes Rosa. Sagen wir mal, also Blüten kann man natürlich immer auch wegmachen. Ne? Alles, was an einem Kleid schnickschnackmäßig dran ist, kann auch ab. Gell? Haben wir wieder eins, das ist auch schön. Naja, aber es ähnelt eigentlich so den meisten, gell? Ja, diese hoch. Ich weiß noch, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da hatten wir ja schon die ersten Saturn-Kleider. Und da haben noch die Leute gesagt, ach na, das glänzt mir zu arg. Jetzt, mein Lieber, jetzt schauen sie aus wie lackiert. Ja, auch toll. Klar, auch schön. Blau. Auch schön. Nicht für jeden, aber auch toll. Edle Farbe, ganz edel, schön. Ist ja sehr, sehr, wie sage ich denn, edel, einfach, perfekt für überall hin. Perfekt als Hochzeitsgast, Trauzeugin, whatever. Man will ja die Braut nicht ausstechen, gell? Die gefährlichen Sachen. Schau her, auch toll. Hell, dunkel. Oh, Glitzer und Figur. Und immer diese Drapierung. Also ich habe es vorhin gesagt, ich sage es gern immer wieder. Zuerst sagen die Leute immer, ach, naja, das ist doch so komisch mit den Falten. Und wenn man es anhat, dann merkt man erst, wie toll das wirklich ausschaut. Ne? Das ist ein richtiges Tüll-Ballkleid. So wie sie halt jetzt immer waren, ne? Aha. Ja, das ist jetzt nichts. Ich finde die anderen besonderer, ne? Die neuen Modelle. Aber es dauert halt immer wenig. Ich meine, die meisten Ballkleider werden von Mädchen gekauft. Die sind was, 15, 14, erster Abschlussball. Tanzen gelernt, hoffentlich. Ne? Und die wollen halt was, ja, was die anderen auch haben. Ne? Wenn eine anfängt dunkelblau, dann kommen sie alle, ich will ein dunkelblaues. In meinen Augen ganz was Schönes. Das ist Tüll bis hinauf. Und zwar kann man mit diesem Tüll,
das ganz was weich fließendes, richtige weiche, schöne Töl. Mit denen kann man ganz viele Sachen machen. Vorhin war eine Dame da, die hat nach was Geblümten gesucht. Kommt aber noch genug in mit geblümt, gell? Auch sehr, sehr hübsch. Schönsten, gell? In Schwarz-Weiß, ja, finde ich jetzt. Kommt eigentlich am besten raus, das Muster. Auch so klassisches Ballkleid. Ja, schon schön. Immer wieder schön. Jetzt wieder was Tolles, und zwar ein Jumpsuit. Ein edler Jumpsuit, der dann von hinten aussieht wie ein Kleid. Hier vorne mit Cutout, das ist ja eine ganz große Sache. Ich glaube, die Ketten sind da auch dran, ja. Jetzt den Überwurf nochmal gut. Orange ist, ja, dabei, kann man sagen, ist dabei. Der Jumpsuit in so edel habe ich gerade verkauft, ist auch toll. Der war ein bisschen das Vorgängermodell, das ist das neue Modell. Diese Farben, wunderbar, wunderbar. Das steht jedem, da leuchtet man so richtig. Also ich finde das super. Das ist ein bisschen mit meinem Lieblingskleid. Sehr, sehr edel ist das. Ganz edel. Mit dem schönen, wunderschönen Rock. Auch wahrscheinlich Schlitz, vielleicht sogar Taschen, das weiß ich nicht. Aber dann auch mit diesem, das Transparente und dann oben der wunderschöne Ausschnitt. Sehr, sehr schön. Sieht man es mal noch mal ein wenig besser? Oder? Ja, ist schon wirklich schön. Ah, die Farbe ist nicht blau. Also bei mir am Bildschirm schaut es jetzt ein wenig so blau aus, aber es ist eigentlich ein ganzes zartes Lavendel. Vom Modell her, ich werde es nicht einkaufen. Das ist, mir gefällt es nicht. So, weg.